Moin zusammen, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt gerne mal rein, ob der Ton passt. Spiel gegen Eintracht Frankfurt steht an. Viel los bei unserer Borussia aktuell. Viel los. Schreibt mal rein, ob ihr mich alle hört. Und dann geht's los. Wieder alle dabei. Marius, Wintersportfan, Clarence, Bernd, Dirk, Marius, Patrick, Mr. L. Moin Buschi, alles supi, passt. McBrain, Dirk, Gabi dabei, Mauri BMG, Name, Marc, passt alles wieder wunderbar. Ein Traum, ein Traum. DB Gaming, Justin, Bud Spencer, Linus, Roland, melde dich. Roland ist aus dem Urlaub zurück, gut, dass du wieder da bist, auf jeden Fall. So. Moin an alle. Yo, Buschi, alles Gladbach. Ja, wollen wir. Womit starten wir rein? Womit starten wir rein? Ich denke, ja, erstmal eine Umfrage. Erstmal eine Umfrage. Sieg gegen Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Fragezeichen. Wird's der erste aus. Die ersten. Wir haben immer noch keine zwei Siege in Folge. Sieg. Unentschieden. Oder Niederlage. Ich bin gespannt. Währenddessen gehe ich mal kurz in die Kommentare rein. Moin, moin, Stefan. Und Stindl ist mit keinem einzigen Wort erwähnt worden. Das war schwach. Oh ja, das stimmt, ne? Bitte lasst uns über Farkes Worte bezüglich Friedrich reden. Was sagst du zu PK? Ich sehe schon im Chat, dass es die PK für einige Unruhen gesorgt hat. Ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen und ihr könnt dann eure Meinung dazu reinschreiben. Also Fakt ist, ich finde, Friedrich hat ja im Endeffekt nichts gesagt. Er hat das gesagt, was jeder sich denkt. Ja, dass er unzufrieden ist, dass er zu wenig Spielzeit bekommt, dass er da kein Vertrauen spürt. Und ja, was soll er denn anderes sagen? Ne? Soll er sich da hinstellen und sagen, ja, ich bin absolut zufrieden, Borussia ist mein Traumverein und 10 Minuten der Rückrunde sind geil. So, das würde ihm ja auch keiner abkaufen. Da sind wir mal ehrlich. Und ich finde eine Geldstrafe finde ich einfach ein bisschen übertrieben. Da musst du ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, dann gehst du zu Marvin mal hin und sagst, hör mal Marvin, wir können dann alles verstehen, was du da gesagt hast, aber komm nächstes Mal einfach zu uns und dann ist gut. So, da brauchst du aus meiner Sicht keine Geldstrafe, ne? Und ja, dann wurde halt heute in der PK wieder viel drüber geredet, aber ja, also es ändert sich ja nichts daran. Schreibt mal gerne rein, wie ihr die PK gesehen habt. Es ändert sich ja nichts daran. Ne? Und ich glaube, dass Marvin Friedrich einer der Abgänge ist, die im Sommer gehen. Ne? Stindl ist halt unheimlich bitter. Also die Videobotschaft, die er gestern gemacht hat, die hat natürlich auch viele Leute mitgenommen, glaube ich. Das wird nachwirken, definitiv. Ja, der Typ wird uns nächstes Jahr fehlen, ne? Der Typ wird uns nächstes Jahr fehlen. Ne? Also das ist schon, da geht schon ein Leader, ne? Da geht schon ein Leader, der hätte uns, glaube ich, noch gut getan. Man muss es halt respektieren. Und heute ist ja auch bestätigt worden, dass Thuram und Benzebaini gehen. Und wenn man Weigel noch, grüße ich Justin, und wenn man Weigel noch dazu zählt, dann hast du schon mal 4 feste Abgänge, ne? Das ist Fakt. Jetzt gehe ich mal kurz in die Kommentare. Lars schreibt, Farke hat 10 Minuten erklärt, wie toll Friedrich ist. Aha, alles klar. Der hat sich nur im Thema Friedrich laufend widersprochen. Was ich halt schwierig fand, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, ich bin ja noch einer der wenigen, ich vertraue Farke noch, auch wenn das keine beliebte Meinung hier im Chat ist, ich weiß, ich sehe da noch was in dem. Aber der legt sich gerne so die Sachen so hin, wie er sie braucht.
in dem Moment fand ich halt, er hat dann erklärt, ich glaube, Friedrich hat 26 Mal im Kader gestanden, 10 Mal von Beginn an. Klar, das kann man so für argumentieren, aber auf der anderen Seite könntest du natürlich sagen, in der Rückrunde hat er 10 Minuten gespielt, ne? PK wieder zu viel gelabert und immer dasselbe. Painkiller schreibt, habt ihr nicht schon genug Probleme? Find's unnötig, leider. Ne, ändert nichts dran. Friedrich wird gehen und bei uns wird sich einiges verändern. Wie immer, PK-Gelaber und am Ende kommt nichts wie jede PK bei uns. War schon deutlich zu merken, dass Marke schlicht nicht überzeugt von Friedrich ist. Farke nicht schlicht nicht überzeugt von Friedrich ist. Die Gegentore-Ansage war ja überlegt. Ja, das hat schon gesessen. Also das hat schon hart gesessen, fand ich auch, wo er dann gesagt hat, ja, mit Friedrich haben wir mehr Gegentore gefangen. Das war schon, boah. Also du machst das ja dann quasi an einem Spieler fest, ne? Moin Busch, ich habe eine Frage. Hat Stindl seine Karriere beendet oder wechselt er? Also stimmt, Karriere. Ich glaube, ich habe Karriere beendet gesagt. Habe ich das gesagt? Ja, ich glaube, er wird zum KSC wechseln. Also Karriere, er wird noch weiter kicken. PK war eine Katastrophe, zumindest von Farke. Schon absolut verständlich, dass Friedrich eine Geldstrafe, absolut unverständlich, dass Friedrich eine Geldstrafe bekommt. Das finde ich, da musst du einfach ein bisschen cooler als, ein bisschen cooler als Verein sein. Sag doch einfach, hör mal, Marvin, wir können das alles komplett verstehen. Komm nächstes Mal zu und so, dann klären wir das. Aber er hat ja auch nichts gesagt. Also ich habe in den Kommentaren gestern in meinem Video gelesen, wer schlecht über den Verein redet. Aber er hat ja gar nicht schlecht über den Verein geredet, hat über seine Situation gemeckert. Das ist ja auch vollkommen okay. Was soll er denn sagen anderes? Geldstrafe ist vollkommen übertrieben. Marvin hat alles richtig gemacht und PK war nur Gelaber mal wieder. Moin, guten Abend zusammen. Die PK ist absolut niveaulos. Sowas müsste man intern klären. Ich glaube, wir spielen nächstes Jahr besser. Grüße an alle Borussen aus Kassel. Ich hatte gestern Pipi in den Augen, nachdem ich die Videobotschaft gesehen habe. So ging es mir ähnlich. Ich muss mal gerade ein bisschen runter. Lars schreibt, Schlagzeilen machen wir nur bei Abgängen. Aber man muss sagen, bei allem, was bei uns im Verein schief läuft, kurz mal noch ein Schwenk in den Süden Deutschlands. Ich finde, da läuft es auch gerade sehr, sehr gut. Raus aus dem Pokal, raus aus der Champions League. Und die Spieler hauen sich noch auf die Fresse. Ist doch wunderbar. Bei uns geht's doch. Gibt einer eine Geldstrafe, meckert ein bisschen. Aber, hör mal, das ist absolut geil. Eintracht-Pressekonferenz ohne jegliche Aussage und Frage zu Borussia. Bei uns wird der Gegner nicht stark, richtig stark geredet. Painkiller schreibt, Friedrich ist beleidigt, war einerseits verständlich, aber als gestandener Profi muss und sollte man das intern klären und seine Schlüsse ziehen. Ja, Neuhaus für mich das Wichtigste. Oh ja, Neuhaus können wir auch nochmal besprechen. Also kurz mal die Umfrage hier beenden. 97 Stimmen, 43% glauben an Sieg, da bin ich dabei. Also das wären die ersten zwei Siege in Folge. Bin gerade froh, dass ich nicht die Einzige bin, die gestern bei der Videobotschaft geheult hat. Ja, ich glaube, da sind einige Tränen geflossen. Moin zusammen. Ganz genau, Friedrich hat nur seinen Frust Luft gemacht und hat niemanden persönlich angegriffen. Ja, ich finde, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ne? Es wird so ein bisschen auch hochgespielt. Du hättest das auch viel leichter heute in der Pressekonferenz abkochen können, wenn du keine Geldstrafe gegeben hättest. Hätte einfach Fark gesagt, yo, Bruder, ist halt so. Kann ich absolut nachvollziehen, ist mein Jung. Aber so, wenn du dann noch einen draufdrückst, ist halt schwierig. Aber wir kommen mal zur Personalie Neuhaus. Dafür blende ich euch kurz mal was ein. Das ist immer eine interessante Frage. Ich gebe meine Meinung dazu gar nicht mal ab, sondern Neuhaus hat ja Vertrag bis 2024. Also wie gesagt, dass Benze Baini, Stindl und Thuram und Weigel, also Weigel geht ja faktisch erstmal, ist ja ein Fakt. Wir haben ihn ja noch nicht gekauft oder wieder ausgeliehen, deswegen sind die vier Spieler erstmal weg. Und es gibt wohl viel Interesse an Neuhaus aus mehreren Ligen, Italien, Premier League etc. Und der Vertrag läuft ja nur noch bis 2024. Der Vertrag von Kone läuft ja deutlich länger. Und ich komme gleich zu dir, Marius, dass ich zu viel erwarte. Und der Vertrag von Kone läuft deutlich länger. Wenn jetzt einer sagt, ich will Neuhaus unbedingt und zahlt dafür 25 Millionen, würdet ihr dann lieber Kone noch ein Jahr behalten? Schreibt mal rein, jetzt bin ich mal gespannt. Und jetzt gehe ich erstmal bei Marius Buschi, du erwartest nach jedem Sieg zu viel. Ihr werdet am Samstag wieder alle enttäuscht sein. Da wird wieder nicht ein Torschuss auf
auf Frankfurter Tor bekommen. Aber das sind wir doch. Ist doch immer so. Also es ist doch immer so. Diese Saison ist es immer so, aber ich bleibe Optimist und ich will einfach, dass wir Samstag gewinnen. Sonst nützt ja nichts. Und ich hoffe einfach, dass die Mannschaft durch den Stindl-Rücktritt vielleicht auch nochmal so einen Push bekommt. Ey, das ist unser Capitano. Wir gehen jetzt nochmal für den bis zum Ende der Saison durchs Feuer. Ich glaube, Stindl wird auch nochmal alles rausholen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Thuram und Benzebaini sich jetzt auch nochmal sagen, komm jetzt Arschlecken. Wir gehen jetzt kommen nochmal für alle durchs Feuer. Und dass wir vielleicht noch Platz 9, 8 erreichen. Ne, da geht es ja auch um Kohle. So, finde Neuhaus muss man halten. Neuhaus muss bleiben. Stindl ist clever. Er weiß, wann man aufhört. Warte mal. Buschi, hast du eigentlich einen Trainerschein? Also du als Co-Trainer, Stimme des Volkes, wäre geil. Nee, Trainerschein habe ich nicht. Ich glaube, ich würde mich auch eher, also wenn ich so eine Stelle sehe, dann sehe ich mich schon so eher als so irgendein Scout oder so ein Gerald Asamoah von Gladbach. Das wäre ich. So unten auf der Bank, bisschen quatschen hier, ein paar Spieler verpflichten. So, das wäre mein Ding. War schon mal so angeblich, hatte auch Bayern Interesse an Neues, die Hälfte davon. Hat nicht gestimmt, nein, ja. Mir kommt es so vor, als ob momentan, schreibt Benjamin, niemand mehr so richtig Bock hat, für Borussia zu spielen. FLT hätte, also vielleicht hätte Lars um ein Jahr verlängert, wenn es aktuell nicht so laufen würde. Ich habe das ja schon gesagt, also ich will mich jetzt nicht dahinstellen, als hätte ich immer gewusst, dass Lars geht, aber wer meine Folgen verfolgt hat, habe ich das ja schon gefühlt vor einem halben Jahr gesagt, dass der Vertrag nicht verlängert. Habe ich so ein bisschen was gehört. Aber im Endeffekt, glaube ich, war es schon eine harte Entscheidung für ihn. Ne? Definitiv. Hat man auch einfach gemerkt. Moin zusammen. Berti Vogt schreibt, bevor Gladbach ein viel zu hohes Gehalt an Neuhaus zahlt, würde ich Neuhaus verkaufen. Okay, das schreit nach einer Umfrage. Warte mal. Ich muss die aber clever formulieren. Warte. Neuhaus verkaufen? Fragezeichen. Ah, ich kann es clever machen. Nur wenn Kone bleibt. Also ich glaube, wir sind uns aber alle einig. Warte mal. Ab 30 Millionen. Muss auf jeden Fall bleiben. Neuhaus-Kapitän. Zur Kapitänsfrage kommen wir gleich auch noch. $1,5 Millionen sind das an TV-Gelder von Tabellenplatz. Ja, ist viel Geld. Benzebaini muss aus dem Kader gestrichen werden. Buschi, als Scout würde ich mit dir fahren. Und Krasko oder so heißt der. In der französischen zweiten Liga, da sind wir, sollen wir wohl dran interessiert sein. Den hatte ich auch schon gescoutet vor ein paar Monaten in meiner Folge. Nie im Leben zahlt jemand 30 Millionen für Neuhaus. Lars hat sich für seine Familie entschieden und nicht gegen Borussia. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube einfach, man hat ja auch gemerkt, wie sehr das an ihm genagt hat. Ne? Man hat es ja gemerkt. Das Versprechen an seine Familie war ausschlaggebend. Ja. Mal gerade noch. Wenn Kone gehen will, dann schau. Bei Borussia geht niemand für den anderen durchs Feuer. Das ist nur mein Wunschdenken. Stindl Doppelpack Samstag. Boah, ja, das wäre geil. Neuhaus muss bleiben. Er wird das Gesicht der Borussia in den nächsten Jahren. Also Fakt ist, bin für Verkaufen, aber 15 Millionen reichen. Man muss realistisch sein. Wenn Frauchen seid, dann wird es auch gemacht. Also Fakt ist ja, jeder Spieler von uns ist verkäuflich. Jeder Spieler von uns ist verkäuflich. Ich glaube aber, was extrem wichtig wäre, und ich hoffe wirklich, Roland Wirkus bekommt das hin, dass Neuhaus vor der Saison verlängert seinen Vertrag bis, ja, keine Ahnung, ob du eine Kaufoption mit reinbauen musst oder eine Ausstiegsklausel, aber das wäre schon ein wichtiges, Zeichen in die Mannschaft, dass du da um Neuhaus, um Omlin, um Itakura, um Elvedi, um Netz, um Kone. Ja, Kone, es wird ja wahrscheinlich gehen. Vielleicht um Weigel eine Mannschaft dann zusammenbaust.
Ne? Und wo ist die Grenze bei Hofmann? Ich glaube, bei Hofmann hat ja, das ist ja auch so ein Problem. Hofmann hat ja auf jeden Fall eine Ausstiegsklausel, ne? Ich glaube so bei 12 Millionen. Player auch. Ah, ich glaube, die meisten sind sich einig. Also muss er auf jeden Fall bleiben. Es wäre halt, also was halt nicht passieren darf, ist, dass du den mit ihm nicht verlängerst und der eine Bombensaison spielt und dann wieder ablösefrei geht. Chaka 224 wäre geil und Weigel nochmal ein Jahr auf Leihe. Und entweder Neuhaus wird verkauft oder Kone und dafür der Hut rein. Ja, steile These. Buschi, für wie viel würdest du Kolumani verkaufen? Boah, das ist jetzt weit weg von Gladbach, ne? Keine Ahnung. Ich finde, der ist schon gut irgendwo, aber ich glaube auch nicht, dass das zur absoluten Top-Spitze reicht, so 60 Millionen. Neuhaus muss bleiben, bei ihm wissen wir, was wir an ihm haben und bei einem Nachfolger nicht. Also bin ich auch eher dabei. Wenn Weigel festkommt, können wir Neuhaus und Kone für die richtige Summe gehen. Weigel, Neuhaus 6 funktioniert nicht. Ja, da muss Neuhaus halt auf die 10. Geiler Plan. Denke, dass Manu definitiv geht. Massimo Schüpp. Ja. Massimo Schüpp. Alle zusammen. Grüß dich, Christian. Ja. Aber ich glaube, wir können jetzt mal wie immer erstmal die Aufstellung machen gegen Eintracht Frankfurt. Und dann können wir noch über einzelne Personalien auf jeden Fall gut reden. Kommen wir mal, ich blende mal die Ausstellung ein. So, also zumindest nicht die Ausstellung, sondern das Line-Up. Omlin im Tor ist klar. Ne? So. Und jetzt ist die Frage. Ich bin wirklich gespannt, welche Spieler bald noch hinter Farke stehen, was überhaupt noch übrig bleibt und welche ihn noch ernst nehmen. Die PK war mit Schleim, Duselein bei Friedrich. Schön blöd, ja. Leiner, dazu kommen wir jetzt noch. Aber erstmal, mit welcher Grundformation spielen wir gegen Frankfurt? Welche Grundformation? Ich mache mal eine Umfrage. Formation. Macht mal alle Daumen nach oben. Richtig, Benjamin. Benjamin hat es gekannt. Daumen nach oben. Formation? Fragezeichen. Also der Klassiker ist ja ein 4-2. Oh, Junge. Nehmen wir mal ein 4-2-3-1. Dann ist ein 5. Das haben wir gegen Bremen gespielt. 5-2. Warte mal. Zack, 5-2-1-2 war das so ein bisschen, ne? Genau. Dann habe ich hier gelesen, ein 4-3-3 und ein 4-4-2 nehmen wir noch mit rein. 4-3-3 und ein 4. Eduards Berzian, hatte ich schon in der Folge drin tatsächlich. Von Krasnodar, Chris. 4-4-2. So, Umfrage Kütt. Linus Ehrenmann mit den Buschi-Emojis. Ehrenmann, muss man schon sagen. Ist es knapp? Nee, wird... Ich lasse mal noch ein bisschen. Könnte noch knapp werden. Oh, wird doch knapp. Wird sauknapp. Aktuell sind wir bei einer Fünferkette. Ich lasse mal noch ein bisschen laufen. 4-4-3-3. Oh, Ngumu wird gleich auch spannend. Naja, schon was ihr wollt, ne? Also, wie ihr aufstellen würdet, wenn ihr Coach wärt. Müssen wir auf Angriff spielen, sonst macht Frankfurt ihr Spiel und das war es wieder. Ngumu muss spielen. Ja. Ich lasse noch ein paar Sekunden laufen. Sind jetzt 80 Stimmen. Meine Variante 8-2. Ja. Joachim, sehr gute Variante. 3-5-2.
Ja, 3-5-2 läuft ja quasi auf das Gleiche hinaus wie die Fünferkette, ne? Dann hast du halt diese Schienenspieler. Ivandro und Ngumu außen. 8-2 klingt gut, ja. So, 90 Stimmen vor einer Minute. Ich würde jetzt beenden. Ihr habt jetzt noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Wie sieht es mit der englischen Maschine aus? Welche englische Maschine? Ah, Akpom meinst du wahrscheinlich, Akpom. Also, gehen wir mit einer Viererkette, 4-2-3-1, wie immer. Rechter Verteidiger. RV, Fragezeichen. Gibt's ja, ich glaube, Skelly wird es wieder schaffen, war wohl auch beim Training dabei, also die Verletzung war nicht so schlimm. Und Leiner, einen anderen sehe ich da ehrlicherweise nicht. Wir können noch Walde mit reinnehmen. Bei 10-0 würde Friedrich immer noch auf der Bank sitzen. So, Abfahrt. Ist Florian dabei? Florian, mein Moderator, wenn du dabei bist, schreib mal kurz in den Chat. Sonst können wir vielleicht auch einen dazuschalten. Simon ist auch dabei. Simon Gesthüsen, bester Mann. Mit ihm telefoniere ich täglich über Borussia. Ehrenmann. Hat auch schon mal eine Karte hier verlost über die Community. Hofmann RV. Ah, das. All unsere Spieler dürfen nicht den Kasten verlassen. Mauerfußball à la Mourinho. Skelly muss spielen, weil Leiner nächste Saison eh weg ist. Boah, ich glaube halt für Leiner wird es kaum Ablöse geben. Ne? Ich sehe das Problem, du kannst nicht alle verscherben, sonst haben wir keine Mannschaft mehr. So. Umfrage ist durch. Skelly. Skelly hat's Rennen gemacht. Tu mal Skelly rein. Zack. Jetzt komm mal. Ja, rechter IV. Friedrich. Ja, ich glaube, Elvedi da reinzunehmen, macht eigentlich keinen Sinn, oder? Nehmen wir ihn einfach mit rein. Und Janschke. Also es geht jetzt um rechten Innenverteidiger, ne? Elvedi angeschlagen, stimmt. Elvedi angeschlagen. Er ist noch nicht sicher, ob er spielt. Farke stellt auch wie immer. Rechnen wir immer nicht mit Überraschung. Und wir werden wieder mit Benze Baini und Ram sehen, obwohl sie keiner mehr sehen will. Eine Mannschaft haben wir jetzt auch nicht. Leiner ganz klar. Erfahrung ist jetzt erstmal wichtig zur Festigung. Ich fand auch, Leiner hat gar nicht so schlecht gespielt, wo er reinkam gegen Wolfsburg. Aber Wolfsburg war halt, also da hatten wir auch ein bisschen Glück in den ersten 30 Minuten, dass wir da den VAR hatten, wo es halt knapp kein Abseits war. Und in Gumutor war dann so ein kleiner Brustlöser, aber die muss nachgelegt werden. Ich liebe den Fußballgott als den Friedrich. Ja, also ist auch eindeutig. Die Umfrage brauche ich auch nicht länger laufen zu lassen. Itakura spielt in der Innenverteidigung. Wir nehmen ihn gleich nochmal mit in die Verlosung im Mittelfeld. Also jetzt mal komplett egal, welche Formation. Wir brauchen endlich wieder defensive Stabilität. Da gebe ich dir recht. LIV. Also Elvedi, wenn er fit ist, ist halt die Frage, ob er fit ist. Friedrich. Oder Janschke. Janschke. Zur Not kannst du da auch Benze Baini hinstellen. Nehmen wir den auch noch mit in den Top.
So. Bud Spencer, Friedrich Weber, Union, Führungsspieler waren 2-0, also mehr geht nicht. Ngumu konnte in der 85. letzte zwei Spiele 0. Jordan Bayer muss man für das Geld auch ziehen lassen, ne? Ja, also ich bin mal gespannt, wann das bekannt gegeben wird. Also ich habe ja so aktuell das Gefühl, dass wir noch gar keinen Kauf tätigen können, weil wir erst auf Einnahmen angewiesen sind. Ich glaube, da müssen die Millionen von Bayer und irgendeinem großen Verkauf noch fließen. Sei es jetzt mal hingestellt, wer der große Verkauf sein soll. Wird ja wahrscheinlich dann Kone sein und dann wir erst loslegen können. Problem ist halt, dass dann die Rosinen vom Markt schon weg sind. Im Spätsommer, da machst du nur noch überteuerte Transfers und Resterampe. Ja. Umfrage beenden. Ist eindeutig. Benedikt würde mit Janschke rechts, Itakura und Friedrich und links Netz aufstellen. Glaube nicht, dass unsere Borussia gar kein Geld hat, ne? Ja, bin mal gespannt. Also Elvedi unter der Voraussetzung, dass er Fitness spielt. Und jetzt kommen wir zum linken Verteidiger. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's wieder spannend. LV Fragezeichen. Benze Baini. Netz. Haben wir noch einen? Wolf. So. LV, könnt auch gerne einen Daumen da lassen. Thorsten schreibt, ich verstehe es nicht, so klamm kann Borussia doch nicht sein. Jedes Spiel 50.000 Stadion im Fans, der Fanshop immer voll. Ja. Netz kommt in der 90. Minute wieder rein. Guten Abend, ich glaube, Friedrich wird keine große Rolle mehr spielen, auch wenn es eigentlich schade ist. Ja, also ich glaube auch, dass das Kapitel Friedrich am Saisonende zu Ende geht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du für einen Marvin Friedrich noch eine ziemlich gute Ablöse generieren kannst. Der hat auf jeden Fall noch einen guten Markt in Deutschland. Also ich glaube, unter 5 Millionen wird Friedrich nicht gehen. Ich glaube sogar an 6 bis 7, dass du die Ablöse wieder quasi rausbekommst, die du bezahlt hast. Fronzek als Linksverteidiger. Durch den Thuram-Benze-Stindl-Abgang wird zumindest Gehaltsbudget frei. Ganz mittellos sind wir auch nicht. Da bin ich bei dir, Easy Liar. Und ich glaube auch, dass Sommer mehr verdient als Omlin. Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass Omlin nicht das gleiche Gehalt bekommt wie Sommer. Da hast du auch nochmal Einsparungen. Und mal abwarten, was mit Player und... Also, wenn du die Abgangsliste durchgehst, hast du ja noch Leiner, sag ich mal, der unzufrieden ist. Friedrich, Wolf, Kone, Player Hofmann mit Ausstiegsklausel. Und was sonst noch so passiert, kannst du ja nicht beeinflussen. Wenn man für Linus schreibt, 5. Platz bei Gehältern für die Gurken, deshalb sind wir pleite. Wenn man für nächste Saison noch einen Linksverteidiger sucht, ist dann noch nicht sicher, dass Netz die Nummer 1 ist nächste Saison. Ja, also ein Backup brauchst du ja irgendwie, ne? Ein Backup brauchst du ja, ne? Ich frage mich mittlerweile täglich, wie sich unsere hohen Herren der Umbruch vorstellen. Wer soll die Basis für diesen Umbruch sein? Ich bin mal gespannt. Philipp Dahms, ja. Moin Buschi, Oliver, grüß dich. Ja, dieses Ulrich-Ding, das zieht sich ja auch, aber ich habe gehört, der wurde bei, also so wie ich gelesen habe, wurde er bei Hertha schon aus dem Training freigestellt, ne? Ne, bei der Mitglieder, ich muss arbeiten am Montag und ich muss in Berlin arbeiten, deswegen schaffe ich es nicht, zur Mitgliederversammlung zu kommen. Wendt Buschi, Oskar Wendt, Legende. Also Netz ist eindeutig, aber ich sag's euch, wie es ist, Benze Baini wird spielen. Also ist einfach so. Ist so. Jetzt kommen wir auf die 6. Jetzt wird's spannend. Auf der 6. Gehen wir mal mit dem zentralen mit dem rechten ZM. Weigel, Kramer, Kone,
Neuhaus würde ich als linken ZM mit ins Spiel nehmen, deswegen nehme ich hier mal Itakura mit rein. So. Bitte, bitte nicht Kramer, der braucht eine Pause. Der braucht eine Pause. Oha. Wenn es Itakura wird, dann müssen wir in der Innenverteidigung nochmal fuchteln. Ich weiß nicht, warum man alles so pessimistisch sehen. Wir haben ein Top-Scouting und bestimmt im Sommer auch genug Kapital. Natürlich wird es anders als sonst, aber bin optimistisch. Ja, also ich würd mir wirklich wünschen, dass wir am... Mir ist auch wirklich, ich sag's euch, wie es ist. Wenn wir nächste Saison da eine junge Mannschaft stehen haben, wo ich merke, die hat Potenzial, die kämpft jedes Spiel für die Raute, die ist jung und du schaffst wieder Marktwerte und wir landen am Ende der Saison, sag ich mal, zwischen Platz 8 und 12, bin ich da absolut fein mit. Janschke hat auch schon ZM gespielt. Ja. Aber ich glaube, der wird das Rennen nicht machen bei der Abstimmung. Und ich kann immer nur 4 Spieler mit reinnehmen. Das ist das Problem. Boah, ist knappes Ding zwischen Weigel und Kone. Weil es ist jetzt 37-37. So. 37%. Thorsten, Christian, grüß dich. Ja, weil ich mache jetzt noch 102 Stimmen, junge Fohlen statt alte Klepper. So. Umfrage beenden. Jule Weigel hat's gemacht. Toni Janschke, Fußballgott. Spielt eh wieder Kramer. So, dann kommen wir zum linken ZM. Also Neuhaus, Kone. Was ist ZM? Ich kenne nur SM. Zentraler Mittelfeldspieler. Kone, Neuhaus, Kramer. Wollen wir noch, wen können wir noch mit reinnehmen? Einen haben wir noch frei. Neuhaus, Kone, Kramer als linken ZM. Fraulo? Ich. Ja, nehmen wir Fraulo noch mit rein, komm. Mané. Ja, wir können es auch ganz einfach machen. Mané ist bei Bayern raus, wir leihen ihn aus für die nächste Saison, knallen Player und Mané vorne rein, dann wird das schon. Dann hast du, bist fertig mit dem Umbruch. Nö, Lockel. Ja, Lockel wäre auch eine gute Alternative. Robin. Lockel. Locke, ja. Hätte ich vielleicht mal mit reinnehmen sollen. Aber ich guck mal, das Ding wird auch eindeutig. Wird eindeutig. Lofolomo. Der haut die. Alter, also Lofolomo erinnert mich so krank an Dennis Zakaria, ne? Ey, geiler Typ. Kone wird wohl auf jeden Fall spielen. Weigel ist noch nicht fit. So. Zack. Ja, Kone. So, wollen wir erst den Zehner machen? Oder wollen wir erst die Außenstürmer machen? Machen wir einen Zehner, oder? Machen wir einen Zehner. Zehn. Machen wir die 10. Also, wir haben nur 4 Spieler zur Auswahl. Capitano. Gleich Legende. Hofmann. Wolf. Player.
Warte mal, Neuhaus, na, wir müssen Wolf rausnehmen, Neuhaus. Sind da die wahrscheinlichsten. Also sag mal, wir müssen ja, ich habe nur, kann nur vier reinnehmen. Capitano, Hofmann, Neuhaus, Player. Ich glaube, das sind die wahrscheinlichsten. So, und dann können wir noch einen Daumen da lassen, noch 14, dann haben wir die 100 schon voll. Robert, defensiver Mittelfeldspieler der U23 neben Locke. Ich bin mal, eng, auch enges Rennen. Hi Buschi, Neuhaus für mich ein klarer Zehner und Nachfolger für Stindl. Guter Call, Matze, muss ich sagen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man mit Neuhaus auf der 10 plant und mit Weigel und irgendeinem jungen Talent daneben auf der 6. Weil du kannst ja, Herz sagt Legende, aber Kopf Neuhaus. Kramer würde es, wenn Chris. Also du kannst ja nicht mit einer Doppel-6 Weigel und Kramer spielen. Dann hast du ja null Tempo und null Torgefahr. Ne? Das geht nicht. Also das geht aus meiner Sicht nicht. Ja, da ist was dran, Rod to Munch. Wenn Neuhaus aus der Tiefe kommt, hat er mehr vor sich. Ne? Das ist schon so. Meinst du, wir werden Weigel fest verpflichten im Sommer? Ja, die Thematik haben wir fast in jedem Fan-Talk. Ne? Also für 15 Millionen auf gar keinen Fall. Das ist einfach unrealistisch, muss man sagen. Ne? Aber so für 5, 6 Millionen, wenn du ihn dafür kriegst, ja. Aber alles, was, sage ich mal, über 8 geht, glaube ich, ist zu viel. Weigel, Geiger wäre auch gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und Geiger ist ablösefrei. Ich glaube, der hat noch nicht nirgendwo unterschrieben oder verlängert. Geiger overrated. Kann man geteilter Meinung sein. Geteilter Meinung, ist ja richtig. Hoffe, Benze unterschreibt bei Atletico. Zecken würde mir das her. Ich glaube, der geht dahin. Aber wird eh nichts bringen. So. Umfrage ist durch. Ist es Neuhaus geworden? Schmidt oder Anwalt? So. Neuhaus vorne rein. So. Machen wir mal die linke Seite komplett. Linkes Mittelfeld. Player. Capitano. Wolf. Wen wollen wir? Sanchez brauchen wir nicht reinnehmen, weil er verletzt ist. Sanchez macht keinen Sinn, er ist verletzt. Fällt aus. Haben wir noch einen? Ja, aber Ngumu auf links? Ja, komm, nehmen wir Ngumu auf links. Ngumu. Ja, komm. Abfahrt. Lars schreibt, selbst von ablösefreien Spielern hörst du nichts. Keine ernsthaften Verhandlungen und so weiter. Das macht mir Sorgen. Da soll doch langsam mal was passieren. Da bin ich komplett bei dir, Lars. Aber vielleicht war es ja ein gutes Zeichen, dass Rollo heute nicht bei der PK war und die ersten Spieler an Land zieht. Nächste Woche. 5 neue. Wir müssen immer positiv denken. Es bringt ja nichts. Es ist unser Verein und wir wollen ja im Endeffekt wollen wir alle, die im Chat sind, hoffentlich auch nur das Beste für unseren Verein. Ne? So ist es. Ein harten wie ein schwierigen. Warte mal. Manchmal kracht es bei mir im Gehirn. Ein harten wie in guten Zeiten? Nee, das klingt falsch. Wie ist das Sprichwort nochmal? In guten wie in schlechten Zeiten, Mann. Boah, Junge. Ganz schwierig heute. Ganz schwierig heute. Buschi, Alkohol erst nach der Live-Sendung. Ja, ich habe tatsächlich noch nichts getrunken. Also alkoholmäßig. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, Christian. Vielleicht wäre es auch besser gewesen.
Na, ist eindeutig. Buschi, hast du unser. Buschi, kurzer Schlaganfall, war wirklich so. Buschi, hast du unser Spielkonzept entschlüsselt? Klar, Ballbesitz. Wir spielen Ballbesitzfußball. Zwar nur in unserer eigenen Hälfte, aber wir spielen Ballbesitzfußball. In Bezug auf deine Aussage wirkt es auf Anglertour. Ja. So. Wir haben ein Spielkonzept. Sind nicht Bayern. Nicht jede Verhandlung kommt an die Öffentlichkeit. Ja, so sieht's aus. So, Mama, noch ein, da, wenn jetzt noch einer ein Ehrenmann oder Ehrenfrau ist, der macht jetzt einen Daumen nach oben, dann haben wir die 100 voll. So, und dann machen wir einen rechten Mittelfeldspieler. Hofmann. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Ngumu. Den können wir noch. Wolf. Und Hermann. Kannst du eigentlich von dem YouTube-Gedöns leben? Wovon? Junge, das glaubt mir zwar nie einer, aber mit YouTube habe ich aktuell noch nicht einen Cent verdient. Wenn man die Ausgaben und die Einnahmen nebeneinander stellt, glaubt es mir oder nicht, habe ich bis jetzt noch gar keinen Cent verdient. Bis ich davon leben könnte, müsste es nochmal. Ah, jo. Das Thema fangen wir gar nicht an. Wo sitzt eigentlich Thuram nächste Saison auf der Bank? Ja, gute Frage. Wirkus wirft das Netz aus und der Transfermarkt holt Spieler. Ja, Timo, wir holen den Sieg. Wir holen den Sieg. Wir holen den Sieg. Irgendwann musst du zweimal in Folge gewinnen. Frankfurt ist schlecht drauf. Aber es ist auch eindeutig. Ngumu. Ngumu. Es wäre schon, also es wär schon krass, wenn Ngumu auf der Bank sitzt. Benedikt Dückers braucht, glaube ich, mal vorübergehend eine Pause. Bis jetzt die letzten Kommentare haben alle nichts gebracht. So, Ngumu aufstellen. So. Sturm. Thüram. Delalovic. Hofmann. Und Stindl. Oder warte. Capitano. Marco Richter wäre cool als Transfer. Ja. Ich glaube, an dem waren wir auch schon mal dran. Stindl, schätze 80% für Stindl. Friedrich Stindl in den Sturm. Marco Richter wäre cool. Holen wir noch Zlatan. Hoffmann hatte ein bisschen Stress mit seiner Frau. Vorne Martin Dahlin.
Am Wochenende gibt es Frankfurter Würstchen. Gummo wird leider zu 100% auf der Bank sitzen und Farke spricht dann wieder von einem verdienten Spieler wie Hofmann bis Nathan muss. Nathan muss jetzt im Training anbieten. Merkmals. Ich werde daran erinnern, Robert. Wo ist die Arifalent-Option? Farke, der alte Goalgetter. Thuram muss spielen. Gerade mal was gucken. So. Willkommen bei Buschi-Supporter Marius Ehrenmann. Vielen Dank für die Mitgliedschaft. Jetzt will ich aber auch ein Buschi-Emoji sehen. Jetzt will ich ein Buschi-Emoji sehen. Die kannst du nämlich jetzt nutzen. Das ist aber eindeutig. Ist eindeutig. Capitano. Capitano. Da sind die Buschi-Emojis. Die will ich sehen. Die will ich sehen. Perfekt. Ehrenhaft. Kuss geht raus. Marius, auf jeden Fall. So. Thuram in den Sturm. Jetzt noch abstimmen, welcher Coach auf der Bank sitzen soll. So. Ein bisschen Humor muss ja auch sein. Benze kann ich noch verstehen, dass man ihn kritisiert, aber Thuram ist unsere einzige Option im Sturm und hat auch viele gute Spiele diese Saison gemacht. Grüß dich, Leon. Sind wir mit der Ausstellung zufrieden? Sind wir damit zufrieden? Welche Änderungswünsche? 13 Tore sprechen für sich. Gibt es Änderungswünsche? Kurz mal reinschreiben. Bei den Ludos anrufen und den Peter mal fragen, ob die noch ein paar Leute für den Sturm haben. Stindel für Thuram, Granitschaka in den Sturm, bis auf Weigel. Bernie, willkommen bei Buschis Borussia Supporter Ehrenmann. Vielen Dank, Bernie. Friedrich für Itakura, mir fehlt der Capitano, ist egal, Falco hört eh nicht. Ja, also. Ich bin mal gespannt. Wenn ich an Farke denke, werden wir, also ist nicht meine Aufstellung, ich glaube, wie Farke aufstellen wird. Netz wird aus der Mannschaft gehen. Benze Baini wird spielen. Ich würde mal glauben, dass Weigel noch nicht spielt und Kramer reinrückt. Dass wir, also in Gummo rauszunehmen, ich weiß nicht, ob er das macht. Ich glaube, wir spielen eher so. Ich glaube, das ist Farke, seine Ausstellung. Mir fehlt der Capitano. Da müsstest du halt, also müsstest halt Neuhaus oder Thuram dann rausnehmen, ne? Der nimmt eine Gummo raus, hundertprozentig. Das wäre wirklich hart. Und Hofmann und Stinde. Also falls Jonas trainiert hat, wovon ich mal ausgehe. Player spielt nicht. Glaube ich auch mit Kramer, aber die letzten paar Wochen. Ja. Omlin ist auf dem besten Weg, ein neuer Capitano zu werden. So. Dann wechseln wir mal. Wieder ins normale Bild. Und die Ausstellung haben wir jetzt. Die meisten sind sogar optimistisch, dass wir einen Sieg holen gegen die Eintracht. Ich würde es mir wünschen. Gucken wir mal kurz noch, wir können mal kurz noch auf unser Restprogramm gucken. Das ist auch immer eine spannende Frage. Moment, so, zack. Bundesliga,
Also wir stehen ja aktuell auf Platz 10. 4 Punkte bis Wolfsburg, 6 bis Frankfurt. Ich zeige euch mal kurz unser Restprogramm. Hier ist es. Wie viele Punkte holen wir noch? Schreibt mal kurz in die Kommentare, wie viele Punkte holen wir noch. Sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele. Ja. Ich glaube, kurz hat es gehangen. Hängt mein Bild? Ne, ich bin wieder da. War kurz weg, aber jetzt bin ich wieder da. Ich gehe mal die einzelnen Spiele durch. Also ich würde behaupten, dass wir in jedem Heimspiel, was wir noch haben, ich würde sagen, aus den Heimspielen holen wir Minimum 7 Punkte. Und boah, die Auswärtsspiele sind natürlich hart. In Frankfurt, in Stuttgart, in Dortmund, in Leverkusen. Ich sage, wir holen 13 Punkte noch. 13 Punkte. Ich gehe auf 13 Punkte und damit wären wir bei 48 Punkten. Dann hätten wir mehr als letzte Saison, muss man sagen. Du Witzbold, ja. 13 ist zu viel. 48 Punkte? Für was würde 48 Punkte reichen diese Saison? Vielleicht für Platz 7. Für Platz 7 nicht, aber 48 Punkte. Ja, für Platz 8, 9 wird das wahrscheinlich reichen, wenn du 13 Punkte holst. Achter Platz. Mark my words, uns erwartet eine 5er-Siegesserie. Wäre krass. Lars sagt maximal 9. Schlüssel mal auf. Ja, ich sag, dass wir ich sag, dass wir in den Heim... Boah, jetzt haben wir... Wo ist denn der Spielplan jetzt wieder hin, so eine Scheiße? So, Spielplan. Oh, Junge, geht gar nichts mehr. Ich mach gleich Feierabend. So, wo ist der Spielplan? Hier. So. Also ich sag mal so. Ich sag, dass wir aus den Heimspielen... Ich sag, wir gewinnen gegen Augsburg, gegen Bochum. Und wir holen einen Punkt gegen Union. Wir gewinnen in Frankfurt. Holen einen Punkt. Und holen überall einen Unentschieden in den Auswärtsspielen. 3 Punkte in Frankfurt und dann 3 Unentschieden. So sehe ich das. Für 48 Punkte kriegst du auf den Kürbis nicht mal einen Penny. Nicht fluchen, 3 Euro fürs Phrasenschwein. Also wir verlieren gar nicht mehr. Ich glaube, wir kommen noch in die Champions League. Sehr optimistisch, aber wäre auf jeden Fall schön. Buschi setzt die Medikamente ab. Ich nehme keine Medikamente. Tatsächlich nicht. Was sagst du zu der Körpersprache von Thuram? Ja, also wir können das ja noch mal kurz diskutieren. Also rein faktisch, wenn man das rein nüchtern betrachtet und ohne Emotion, Micha, willkommen bei den Buschi Supporters. Vielen Dank. Jetzt auch von dir will ich jetzt den Buschi-Emoji sehen. Also wir können es ja noch mal durchgehen. Die Verträge laufen aus. Und das ist vollkommen okay, dass Benze Baini und Thuram sagen, wir lassen die Verträge auslaufen. So, dann hätte der Verein, dass die auslaufen und dass die ablösefrei gehen, sind nicht die Spieler schuld im Endeffekt, sondern da hätte man früher einfach irgendwas machen müssen, das ist nicht passiert. Und das kannst du denen nicht vorwerfen, die haben ihren Vertrag erfüllt und was willst du denen dann vorwerfen? Ne? Also da kannst du ihnen nichts vorwerfen, andersrum kann der Verein das ja auch machen. Wenn ein Spieler nicht mehr gut genug ist für einen Verein, und er hat jetzt, der Vertrag läuft aus, so, dann kannst du ihn halt auch gehen lassen. Ne? Andersrum funktioniert das Spiel ja auch. Und ich finde, dass
Also man muss ja auch sagen, Buschi will in Farke Startelf. Man muss ja auch sagen, dass Thuram, wie viele Tore hat er jetzt? 13 gemacht? Wann hat beim letzten Mal bei uns einer 13 Tore gemacht? Ne? Klar, er hat auch viele Chancen versiebt, das ist auch klar. Benedikt ist wieder zurück. Guter Mann. War vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dich kurz zu blocken. Sorry dafür. Dafür entschuldige ich mich. Bin ab und zu auch mal ein bisschen emotional. Da geht es mit mir durch. Was natürlich manchmal, was bei den Fans natürlich sauer ausschüsst, das hat die Nordkurve ja auch gesehen. Manche Spiele habe ich wirklich das Gefühl, dass sie nicht mehr bis zum Letzten reingehen. Ne? Bis zum Letzten reingehen, nochmal alles geben. Und das ist ja das, was vielen sauer aufstößt. Was mir sauer aufstößt in meinen Folgen nach den Spielen, wo ich dann auch mal manchmal sehr emotional werde, wo ich dann sage, wenn sie bei Ihnen nicht mehr in der Startelf nicht mehr auslaufen lassen. Ne? Und das stößt halt sauer auf. Also, dass der Vertrag ausläuft von den Jungs und dass sie ablösefrei gehen, das kann man denen nicht vorwerfen. Ne? Dominik Brose, willkommen bei Buschi Supporters. Vielen, vielen Dank. Und auch von dir möchte ich jetzt ein Buschi-Emoji sehen. Farke, der Schachspieler. 7 Punkte können wir holen. Meinst du, wenn ich das nicht als Trainer sehe, dann ist der Fehl am Platz. Stimmt, das sind aber Kramer und Hofmann auch dabei. Also, glaubt ihr, dass Hofmann und Player über die Saison aus bleiben? Warte mal, weil die haben ja eine Ausstiegsklausel. Ich mache die Umfrage mal. Bleiben, Fragezeichen. Beide bleiben. Player bleibt. Also so wie es berichtet wurde, haben beide so um die 10 bis 12 Millionen Ausstiegsklausel. Hofmann bleibt oder beide gehen. So. Und während ihr das ausführt, gehe ich mal kurz auf Klo und lasst nochmal einen Daumen nach oben da, noch 9 Stück. Dann haben wir die 150 voll. Dominik Brose, 3 Euro, absoluter Ehrenmann. Vielen, vielen Dank dir dafür. Damit unterstützt du meinen Kanal natürlich riesig. Und ich danke dir, Dominik, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Macht aber auch immer unheimlich Spaß. Also Fan-Talk, sage ich euch so, wie es ist einer meiner Lieblingsformate. Kann man sich mal richtig austauschen. Hat man mal Zeit. Hofmann bleibt, Player geht. Player wird keinen Bock mehr haben, wenn mindestens 2 seiner French-Kumpels gehen und vermutlich Kone auch. Ja, das sehe ich auch so. Player geht 100%. Außer Player kein... Guido, Player Verlust, sag mal. Kein Verlust. Ich glaube, an einem guten Tag kann Player schon noch spielentscheidend sein. Sehe ich auch ein bisschen anders tatsächlich. Wer hätte besser Kovac holen sollen? Für mich ein Mann, der für unsere Werte stehen, nämlich Kampf, Leidenschaft und gute Einstellung mit Bezug auf Taktik und Bereitschaft. Ja, ich weiß es nicht. Also ich steinige mich dafür, aber ich glaube, Farke wird es noch packen. Player hat 2 Tore geschossen. Hände waschen, Buschi, hatte ich gemacht. Player ist ein bisschen zu langsam. Ja, Laurin, da gebe ich dir recht, aber der wird aus meiner Sicht auch auf der falschen Position eingesetzt. Der müsste eigentlich hinter die Spitzen,
und oder im Sturm, als Doppelsturm. Aber auf links sehe ich ihn halt nicht, ne? Frank schreibt, in der nächsten Saison sollte man Kondition à la Magath gebolzt werden. Ja. Player hat leider keinen Stand bei Farke. Mich nervt, dass der Verein von der Saison vor der, einer Übergangssaison sprach, wobei die uns erst bevorsteht, wenn nicht sogar mehrere Spielzeiten. Aber ich bin mal gespannt. Wir gucken jetzt erstmal die Umfrage rein. Schließ die mal. 111 Stimmen, 50% glauben, Hofmann bleibt, 25% sagen, beide bleiben, 17% beide gehen, 7% glauben, dass Player nur bleibt. Ja, das ist da, Easy, da sagst du was, Easy Liar. Player ist halt, das hat uns ja gegen Wolfsburg auch gut getan, dass Ngumu mal über die Außen wirklich über auf die Grundlinie durchgegangen ist, wie viele Ecken wir hatten plötzlich. Der hat ja auch Ecken rausgeholt mal in der zweiten Halbzeit. Und das hast du halt, wenn du mit Player und Hofmann auf den Außen spielst, hast du das halt nicht. Dann hast du das nicht. Die ziehen alle in die Mitte. Lars schreibt, warte mal, bleibt Wirkus. Hallo, ich bin auch wieder am Start. Mike, grüß dich. Brauchen schnelle Spieler über die Außen. Ja. Lars schreibt, wir können ja diskutieren, wie wir wollen. Farke wird Trainer bleiben, er muss halt liefern. Es geht das gleich schief zu Beginn, dann haben wir Probleme. Nochmal hatte er schon zwei Transferphasen. Gebe ich dir komplett recht. Also im Sommer, du hast im Sommer, glaube ich, schon nochmal eine riesen Chance, wirklich, wenn du es schaffst, junge Spieler zu holen, also nicht nur junge, aber wirklich junge Spieler dann auch zu holen mit langfristigen Verträgen. Und wirklich Marktwerte zu schaffen mit Luca Netz, der einfach spielen muss. Mit, ja, vielleicht noch ein junges Innenverteidiger-Talent, den du aufbauen kannst. Im Sturm, dass du da wirklich eine Mannschaft hast, die langfristige Verträge hat, die jung ist und Biss hat. Und wenn das funktioniert, dann bin ich mit Platz 8 bis 12 komplett zufrieden. Wenn du merkst, okay, die Mannschaft wird sich über Jahre entwickeln und du hast wieder irgendwie ein paar Talente drin, die du teuer verkaufen kannst. Ne? Und am besten ist natürlich, wenn du einen Borges Sanchez irgendwie einbauen würdest. Ne? Buschis Mann muss gucken, wer besser, Player oder Hofmann. Geil, Mitgliedschaft gewonnen. Wer hat mitgeschaffen? Habe ich was verpasst? Hat einer mitgeschaffen? Verschenkt. Hatte die das Thema Friede schon? Könnte kotzen, wie sich da ein Verein war einverhält. Ja, das hatten wir schon, ne? Also ist ein bisschen unglücklich gelaufen, sage ich auch, finde ich auch. Also wenn wir spielen wie Farke plappert, wären wir schon 7 Spiele vor Schluss Deutscher Meister. Mit Dose hatten sie alle Bock auf Bundesliga und Farke ist total anders. Ja. Leider etwas verspätet heute. Moin, liebe Brussinnen, moin Buschi, moin Borussia. Es fehlt die Mentalität. Farke ist wie Fronzek, damals Bombardier draußen gelassen wurde, gegen Köln so eine Bombenspiele macht. Player und... aber die Rückholaktion von Bombardier damals war schon wild. Was hat der nochmal gekostet, wo wir den zurückgeholt haben? 2 Millionen, 3 Millionen? Das hat ja gar nicht funktioniert. Also... wo wir den nochmal zurückgeholt haben, das ging ja gar nicht. Player wird überschätzt. Ich habe eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass sie immer noch Platz 5 steht, Borussia Mönchengladbach? Also, dass wir vielleicht. Ich versuche die Frage mal zu interpretieren. Ich glaube, du meinst, ob wir immer noch die Chance haben, auf Platz 5 zu kommen. Also diese Saison nicht mehr. Und ich glaube auch, dass wir dafür wieder ein paar Jahre brauchen, um dahin zu kommen. Hauptsache nicht wieder Spieler. Wieder Spieler kaufen und dann Trainer weg. Das darf nicht passieren, ne? Captain Probo. Auf jeden Fall. Denke, wir brauchen Vertrauen in Wirkus. Der wird das schon schaffen. Er ist erfahren. Ja. Ist halt erfahren im Jugendbereich, ne? Klar, da sind auch noch erfahrene Scouting-Abteilungen dahinter, ne? Und wir wollen. Also, ich habe ja nach dem Derby viel losgeledert, auch viel aus Emotionen raus. Aber die Aufgabe, die im Sommer ansteht, ist ja wirklich groß. Muss man ja sagen. Viele Spieler gehen, das merken wir ja jetzt. Einige Verträge müssen verlängert werden. Und du musst einige Spieler auch gut verkaufen.
und du musst viele Spieler holen. Und du musst entscheiden, wer aus der Jugend hat das Potenzial, Startelf zu spielen. Ne? Und das wird halt sehr, sehr schwierig. Der Stream hängt immer mal wieder. Ich gucke den ja gerade parallel. Ich achte mal drauf, ob das wirklich so ist. Aber bei mir hängt er gerade nicht. Reden kann der Falke, das stimmt. Boba Fett. Wir brauchen einen Arango. Falke wird abgeleitet von dem englischen Wort. Sehe ich genauso, dass wir uns wieder mindestens ein Jahr zurückwerfen. Darum auch Finger weg von Hazard und Dahoud, die von einigen ins Gespräch gebracht wurden. Dahoud wurde auch von mir ins Gespräch gebracht, tatsächlich. Haben die Scouts auch schon mal in Südamerika geschaut? Vangelis Pavlidis, ne? Ja, den hatten wir auch schon mal. Aber der wird auch teuer, ne? Der wird auch teuer. Da muss ich auch bei vier, da wird es auch Konkurrenz geben. Stehe voll zum Verein in der Causa Friedrich, aber möchte die Nummer nicht wieder aufmachen. Moin, Borussia. Ja, ist ja vollkommen legitime Meinung. Ich finde halt nur, wir können es ja noch mal kurz anhalten. Meine persönliche Meinung zu diesem Friedrich-Ding ist halt, er sagt ja eigentlich nichts. Wenn er jetzt gesagt hätte, sowas irgendwie was wirklich Dramatisches gegen den Verein oder gegen Mitspieler oder ja, gegen wen auch immer. Aber er hat ja im Endeffekt, hat er aus meiner Sicht nur seine Gefühlslage wiedergegeben. Er ist halt komplett unzufrieden, was man verstehen kann. Er hat in der Rückrunde nur 10 Minuten gespielt, hat sich was anderes vorgestellt und ja, spürt kein Vertrauen. So, dann gehe ich als Verein, also man kann da eine Geldstrafe machen. Ich finde es halt mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, gehe ich einfach zu Marvin hin und sage, hör mal, Marvin, lass mal intern klären, hast nichts Schlimmes gesagt, wir können das verstehen, dass du da aktuell gereizt, genervt bist und dann ist die Sache durch. Dann hättest du es heute in der Pressekonferenz einfach sagen können, ja, wir haben mit Marvin gesprochen, alles cool, so, wir können das verstehen und alles gut, aber diese Geldstrafe, wenn es die wirklich geben sollte, bringt halt irgendwie so unnötig, so einen komischen Vibe da rein, ist meine Meinung. Ne? Ich finde, da mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hättest du das anders regeln können und das hätte sich auch besser angefühlt, aus meiner Sicht. Ich selber finde, man muss Farke eine Mannschaft geben, die auf ihn angepasst ist, ne? Wie bei Rose. Also klar, ein Trainer sollte schon die Möglichkeit haben, die Spieler zu bekommen, die er braucht. Aber man darf sich ja nicht immer hinter diesem Argument verstecken. Ja, ich habe die Spieler nicht, die ich brauche. Ne? Du übernimmst eine Mannschaft, die ist halt da und da muss halt auch irgendwas, damit umgesetzt werden. Ne? Und ja, wenn man realistisch ist, hat sich wirklich, also kaum ein Spieler wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Ne? Und das ist halt auch ein Job vom Trainer, ne? Spieler besser machen. Christian Streich als bestes Beispiel, Urs Fischer bei Union. Ne? Die sind ja groß geworden, weil die Spieler gekauft haben, beziehungsweise ablösefrei geholt haben, die bei anderen Vereinen halt, sage ich mal, auf dem Abstellgleis waren. Und so sind sie nach oben gekommen. Ganz einfach. Gute Arbeit. So, wo war ich jetzt? Hier. Player gehört eigentlich auf die 10 und er hat uns quasi mit Jan zusammen den Arsch gerettet, letzte Rückrunde. Wird schnell vergessen. Da gebe ich dir recht, Belly. Ganz wichtiges Tor auch in Bochum. Warum lassen wir nicht einfach mal die jungen Leute spielen, ne? Ja. Hofmann darf niemals spielen, wo das ganze Woche nicht trainiert hat. Die anderen kommen sich doch verarscht vor. Mavropanos ist geil. Mavropanos fände ich auch gut. Sorry, aber Wirkus hat die U19 wie die U23 fast an die Wand gefahren. Selbst die U17 Mühe. Das kann ich wenig beurteilen. Diese Saison musste Farke nehmen, was er kriegt. Für nächste Saison redet er dann kann eventuell kritisieren, wenn man noch will. Aus der Jugend. Die Friedrich-Geschichte ist für mich der Beweis, dass das Spielermanagement von Farke echt zu wünschen übrig lässt. Ja, und es gibt ja, also bei Mitgedacht, die haben ja eine ähnliche, Morris, bei Mitgedacht im Podcast, die haben ja eine ähnliche Richtung gestoßen, dass dieses Spielermanagement, Kadermanagement nicht so gut ist. Können wir mal über Fukuda reden? Gerne. Also, wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung mal zu Fukuda in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch von mir, ein Moderator, der hat sich schon länger damit auseinandergesetzt, der Karl.
Und aber ich kann den Spieler tatsächlich seriös noch nicht einschätzen, weil ich ihn dafür zu wenig gesehen habe. Ich habe ein paar Highlights gesehen, der hat gute Ansätze, aber das reicht jetzt nicht, um dafür jetzt wirklich zu sagen, das ist der Brecher, der muss jetzt rein. Ja. Wen ich ganz interessant fand, wie hieß der nochmal? Der hat jetzt beim, den haben wir in der U17, glaube ich, der hat jetzt auch gegen den Bruder von Mbappé gespielt bei so einem Jugendturnier und hat richtig, richtig geil gespielt. Aber wie heißt der nochmal? Haben wir jung geholt. Wird gleich einer in die Kommentare schreiben. Arango hat einen Sohn, der auch sehr gut spielt. Urkus hat kein Netzwerk. Ich denke, das kann ein Riesenproblem werden. Ja, ich hoffe, das geht gut. Aber das Problem habe ich ja auch schon angesprochen. Freude, ich muss mal eins sagen. Viele sind momentan zu negativ eingestellt, als ob jetzt alles untergeht am Niederrhein, Kirche im Dorf lassen. Es wird aufwärts gehen. Oh, so sehe ich. Also bin ja auch immer der Meinung, irgendwann muss man auch wieder positiv dächen, so wie Sascha. Und am Wochenende gibt es wieder 3 Punkte. Ist das nicht ein Kugelfisch? Friedrich hatte leider einfach recht. Ein Elvedi spielt Grütze und er muss sich auf die Bank setzen. Da kann einem nur leid tun. Ja, also ich finde auch, 10 Minuten der Rückrunde ist schwierig. Ist schwierig. Und was ich auch schwierig finde, ist dieses, wenn, also wie gesagt, ich stehe zur Frage, aber was ich wirklich manchmal schwierig finde, ist, dass die Argumentation, wenn du einen in der 90. bringst und das dann so verkaufst, als hätten sie sich im Training verdient, in der 90. für ein paar Sekunden eingewechselt zu werden. Das finde ich immer schwierig. Friedrich hat leider einfach recht. Ein Elvedi spielt Grütze und er muss sich auf die Bank begnügen. Das kann einem nur leid tun. Frank schreibt, Farke hin oder her, wir werden es erst sehen, wenn in der neuen Saison 10 Spiele vergangen sind. Ja. Brandon Vasquez, ein Name, den man sich nicht besser ausmalen kann. Boah, das wäre Trikotverkauf Nummer 1. Am besten noch Brandon hinten drauf. Nicht Vasquez, sondern Brandon. Da hast du recht, Sascha. Bene zurückholen. Wirkus Netzwerk endet in der Kreisliga. Richtig, da hast du recht. Moin Borussia, grüß dich. Ah ja, ach, das war auf die Friedrich-Diskussion wahrscheinlich, ne? Geld muss man irgendwie reinbekommen. Ja, was ist eigentlich mit Fukuda? Fragt mich immer wieder, warum wir nicht verstärkt in den Niederlanden und Belgien scouten. Liegt noch vor unserer Haustür. Guido, dazu kommt tatsächlich auch noch ein Video. Sportdirektor von Hoffenheim ist wieder frei, der würde zu uns passen. Rose, ne? Rose heißt er. Heißt er nicht Rose? Rosen. Alexander Rosen heißt er, ne? Glaube ich. Ja, Alexander Rosen. Ja, ich bin schon der Meinung, dass man sich im sportlichen Bereich vielleicht noch breiter ausstellen könnte, aber sie sollen mich lügen strafen. Ne? Ja, Sportdirektor von Hoffenheim, ja, das hatten wir, schönen Abend noch, Buschi, ciao, Laurin, hau rein. Ganz ehrlich, super, dass du dabei warst auch. Ganz ehrlich, dann würde ich mich auch nicht mehr im Training anstrengen als Friedrich. Ja, ich glaube nicht, dass Friedrich jetzt motivierter ist durch die Geldstrafe. Sagen wir es mal so. Guter Trainer, arbeiten mit dem, was da ist. Der Trainer muss doch zur Mannschaft passen, sonst darf man den Trainer nicht holen. Ja. Es gibt ja einen Weg, hoffentlich. Wenn Marvin weg ist, wird er Tacheles reden. So sieht es aus. Ein guter Trainer macht etwas aus dem, was er hat. Da gebe ich Marius tatsächlich recht, Marius. Ne? Marius Wehr, da gebe ich dir komplett recht. Sehe ich auch so, eine Geldstrafe Friedrich deutlich überzogen. Das nennt man mundtot machen wie in der Firma. Ja, ich finde die Geldstrafengeschichte, also wie gesagt, wenn das wirklich stimmt, finde ich komplett überzogen. Ne? Können wir mal über Fukuda reden? Der wäre doch einer für die nächste Saison, so wie der bombt in der zweiten Mannschaft. Wir schauen uns den jetzt mal an. Wo ist er denn? Suchen wir den über einen anderen Weg. Da haben wir U19. Mal gucken. Er hat doch noch nie in der zweiten gespielt. Oder sehe ich das falsch? So, zurück in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich kann den halt leider nicht seriös einschätzen. So. Friede spielt ja nicht, weil Farke ihn nicht leiden kann, sondern weil er nicht gut genug ist. Die Meinung kann man ja haben. Die Meinung kann man auf jeden Fall haben, Mr. L.
Aber ich finde trotzdem die Geldstrafe übertrieben. Finde ich auch, werden wir aber nicht holen. Onkel Rollo macht das schon. Botelli, genau. Botelli ist, ich glaube von Botelli, den könnten wir auch eigentlich, also ich habe mir den mal angeguckt, der ist, wie alt ist der, 16, 15? Also 16. Den musst du einfach mal reinschmeißen. Ich glaube, den musst du einfach mal in die erste Mannschaft reinschmeißen. Der hat einfach alles, der Typ, ist so. Botelli musst du einfach reinschmeißen. Vor allem Belgien, da haben wir ja schon ein paar gute Spieler geholt. Was haben wir denn für Ziele für nächste Saison? Das wird spannend. Wir haben unsere Linie verloren, weil immer Spieler gesucht werden, die zum Trainer passen. Ein Trainer muss zu einer Spielphilosophie passen. Alle großen Mannschaften gehen nach diesem Prinzip. Ja, lass gerne nochmal einen Daumen auch da, dann machen wir die 200 heute noch voll. So, was ist mit Fukuda? Wo spielt Fukuda? Sturm. Marius Wehr, den Torwart, Pereira nicht vergessen. Botelli, genau. Der Mann ist schlichtweg der Hammer in der U17. Auf jeden Fall. Farke lässt doch eh die Saison austrudeln, da lassen die Jungen dran. Botelli und Fukuda sind die Nächsten, die verscherbelt werden. Ja, das darf nicht passieren. Also, wie gesagt, auf jeden Fall nicht bei, auf jeden Fall nicht bei Botelli. Ja. Leider hat Meurer die Nase voll und sieht keine Chance. Geht auch wieder. Die Argumente der PK waren fragwürdig in Bezug auf Verteidigerausstellung. Ja, Hugo Kolpers gerade eben gegen West Ham getroffen. Schreib mal rein, nur. Wie hieß nochmal der Sportdirektor bei Stuttgart war? Mislintat. Der ist aber jetzt bei Ajax Amsterdam, hat schon unterschrieben. Kramer mal raus, in der Conference League genetzt. Eberl hatte anfangs ja auch kein Positivdenken. Thomas Nellen, auch seit dem ersten Tag bei Buschis Borussia dabei und haut 3 Euro raus. Vielen Dank, Thomas. Thomas ist wirklich seit ersten Tag dabei, auch immer in den Kommentaren. Positiv denken, wir haben zurzeit keinen Kader für nächste Saison und der macht Angst. Das kann schief gehen nächstes Jahr. Wir sind nicht unabsteigbar. Müssen gute Entscheidungen getroffen werden. Weigel und Kone machen das. So, gehe ich noch mal ein bisschen runter, damit ich bei der Aktualität bin. Wenn ich jetzt irgendeinen übersprungen habe, schreibt gerne noch mal rein in die Kommentare. Buschi, was würdest du zu einem Nelson Viper sagen als neuen Stürmer? Der ist von Mainz, ne? Guter Mann, jung, gute Anlagen. Aber da weißt du halt auch nicht, also ich glaube, du wirst schon einen gestandenen Stürmer verpflichten müssen. Denn Nelson Viper ist ja noch ganz weit weg von einem gestandenen Stürmer, ne? Dass du dahinter einen aufbauen musst, der jung ist. Aber ich glaube sogar, dass du fast 2 gestandene Stürmer holen musst. Und einen Jungen dahinter. Und dann würde ich eher einen Botelli dann wirklich oder einen Fukuda, wenn die so großes Talent haben, also bei Botelli sehe ich das, warum nicht einfach einen 16-, 17-Jährigen mal ab und zu reinschmeißen, ne? Hat bei anderen Vereinen ja auch funktioniert. Man muss sich im Klaren sein, dass nächste Saison gegen den Abstieg geht. Ich will das noch nicht wahrhaben. Der Logan Bailly ist wirklich Kult, safe. Komisch, dass so viele wissen, was Farke denkt. Ich habe keine Ahnung, was Farke denkt. Ja, Buschi Kolpers hat in Conference League gegen West Ham getroffen vorhin. Boah, krass. Ja, der hat einen krassen Abschluss, ne? Also, Kolpers wäre so einer, der halt ein gestandener Stürmer ist, ne? Der fackelt auch nicht lang. Also, Hugo Kolpers, das wäre einer, safe. Mavropane vom VfB hat aus der Premier League, würde extrem teuer. Ja, also alle Spieler, die Qualität haben, ne? Da geht es um 10 Millionen plus. Gegentore mit Friedrich, 24.850 Minuten, Gegentore ohne Friedrich. Sehe da ehrlich gesagt nicht, wo da Argumente für ihn sind. Naja, also die Gegentore, das alleine alle Gegentore an Friedrich festzumachen, ist auch schwer. Das war in der Phase auch ein gesamtmannschaftliches Problem. Und ja, die Statistik ist halt auch so, dass wir in den letzten Spielen, also klar, das Köln-Spiel hast du 0-0 gespielt, aber das war bodenlos. Und gegen Wolfsburg, ja, aber du hast halt 0-0 gespielt, ne? Da ist dann schwierig zu argumentieren. Trotzdem finde ich Geldstrafe übertrieben. Und Elvedi hatte ja zwischenzeitlich wirklich mal eine Phase, wo es gar nicht mehr ging. Also wo wirklich einfach ein Tief war. Und da kannst du ihn halt reinschmeißen. Würz war auch nicht viel älter als Leverkusen, den einfach mal reingeworfen hat. Ja, der ist 18. Ja, der ist 18. Ja, der ist
18 erst, aber ich meine in 8, 6 Bundesligaspielen 2 Tore und das jedes Mal, wenn er in den letzten 5 Minuten eingewechselt wird, hat er safe Potenzial. Ja, da gebe ich dir recht. Ginchek und Esswein als Tico-Ersatz. Farke kann dies gut verkaufen. Kolper ist auch im besten Fußballalter, auf jeden Fall. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich verabschiede mich für heute. Mike Planteur, hast du dich dabei der Route verwechselt? Was sparen wir eigentlich an Gehältern ein, wenn die Großverdiener mal weg sind? Haben ja echte Brocken auf der Gehaltsliste. Da gebe ich dir komplett recht. Da gebe ich dir komplett recht. Ich gucke jetzt auch mal auf meine Liste. Ich habe alles besprochen. Ich würde Wekos holen. Ja, mal gucken. Ist er nicht bei Menu? Ich würde jetzt noch, also ich habe meine Themen, glaube ich, alle abgehakt für heute, für den Fan-Talk. Ich weiß nicht, ob im Discord noch einer ist, der mit mir sprechen will. Ich glaube nicht. Ne, erstmal nicht. Und ich würde jetzt noch ein paar Fragen beantworten und dann war es wieder absolut ein ehrenhafter Fan-Talk. Freue ich mich immer wieder drüber. Könnt noch einen Daumen da lassen, wenn ihr weg seid. Ich mache jetzt noch ein paar Fragen, die in den Chat kommen und dann war es wieder tipptopp. So. Kann mir mal einer ein Argument nennen, warum man mit Farke weitermachen sollte? Nicht wieder die Mannschaft ist schuld, irgendein Argument. Hat er irgendwas Positives gemacht? Na, also die Saison läuft natürlich, also du bist gut in die Saison gestartet und dann wurde es halt leider immer schwächer. Ich hoffe einfach, dass du halt jetzt noch so ein bisschen den Turnaround schaffst und mit einem guten Gefühl aus der Saison gehst. Und dann muss im Sommer geliefert werden, ne? Ja. Kramis Rodriguez wäre eine geile Aktion, der seit kurzem vereinslos ist. Ja. Alle Trikotverkäufe würden anziehen. Kolpers, Vasquez, Itten oder Pavlidis, dazu noch ein Sturmtalent. Ja. Hab jetzt nicht jedes Spiel von Union gesehen. Meiner Kenntnis nach war er dort Stammspieler und hat zu der Stabilität in der Abwehr beigetragen. Ja, Friedrich war auf jeden Fall Stammspieler, teilweise auch Kapitän. Stimmt, das stimmt. So. Marco Marin für den Flügel. Jordan Toro und Arriga als neuen Innenverteidiger. Spielt auch bei Gent. Ich weiß nicht, wenn ihr Vedi und Itakura bleiben, würde ich eher auf einen Jungen setzen. Toro und Arriga ist jetzt auch nicht mehr sonderlich jung, ne? Was ist deine Meinung zum Max Eberl-Abgang? Boah, ich habe das schon so oft ausdiskutiert. Ich würde es jetzt einfach mal so hinstellen. Es ist jetzt, wie es ist. Es ist so gelaufen, wie es ist. Und das müssen wir abhaken. Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir blicken nach vorn. Die bleiben auch. Nicht hoffen, was hat er Positives gemacht. Hoffen darf man immer. Und bei Norwich ist es genauso gelaufen. Erst eine schwache Saison und dann aufgestiegen. Das ist meine Hoffnung. Und du steigst mit Norwich nicht zweimal auf, nur mit Hand auflegen, ne? Also, das Modell ist schon Qualität auch. Warum bin ich von Ronaldo den Sohn, Buschis? Der Beste an dieser Woche war Man City. Ein Leistungsnachweis, bitte. Naja, wir stehen quasi genau da, wo Hitler letzte Saison auch stand. Man kann ja nicht alles auf Farkes Spielstil festlegen. Ich finde, es liegt eher an vielen lustlosen Spielern und einfach Höchstleistung. Ja, und natürlich musst du sagen, Hütte hatte nächstes. Es ist ja Fakt, Hütte hat. Frage: Was machst du, wenn du jetzt die letzten Spiele wirklich versagst? Mit diesem Rucksack in die neue Saison oder wirklich nochmal neu reingehen mit dem Trainer? Also ich glaube, also wenn du jetzt wirklich aus den letzten Spielen, sag ich mal, nur 3, 4 Punkte holst, dann gehst du natürlich mit einer Stimmung in die Sommerpause, die sehr, sehr schwierig ist. Ne? Und da muss man, glaube ich, schon nochmal was hinterfragen, ich glaube aber nicht, dass du den Trainer hinterfragst, ich glaube, da musst du auch irgendwann mal vielleicht dich im sportlichen Bereich breiter aufstellen, ne, Lars? Also das ist halt meine Meinung, ne? Das kann man auch viel diskutieren. Was wäre eigentlich für den Sturm Rijkov oder wie den schreibt, der von Dortmund Jung richtig abgeht? Boah, kann ich gerade gar nicht einschätzen. Wer war besser, Stindl oder Dahms als Capitano? Boah, schwierige Frage, aber ich glaube, Stindl hat nochmal einen über. Es sind beide so absolute Legenden, aber wenn ich ein Ranking machen müsste, würden sie beide in einer Kategorie kommen, beide ganz oben. Und ich will da eigentlich auch keinen Unterschied machen, ne?
Waren auch andere Zeiten. Kruse ist vereinslos, zurückholen den Jungen. Der ist durch. Das gibt nichts mehr. Was mit Kownacki? Guter Mann. Auf jeden Fall. Und ablösefrei. Du bist der coolste YouTuber, Mike Ehrenmann. Danke dir. Gladbach im freien Fall. Ich würde mich auch in Belgien umschauen. Auf jeden Fall. Was denkst du, wer im Sturm kommt? Boah. Ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Ich bin gerade mal am Überlegen. Ich kann es ehrlicherweise nicht seriös beantworten. Ne? Die Frage ist, ob man mit Player noch im Sturm plant oder nicht. Danke dir, McBrain. Da ist ja gerade so ein Gerücht aufgetaucht, den hatte ich auch schon mal, wie heißt er nochmal, Crespo, aus der französischen zweiten Liga, der ablösefrei ist, der hat deutsche Wurzeln, ich glaube, das wäre schon spannend. Stream hängt wieder. Ja, irgendwie bricht ab und zu mal meine OBS-Verbindung ab, macht euch aber keine Gedanken. Müsste aber jetzt wieder gehen. Hab jetzt nicht mitbekommen, was ihr zu Burkhardt gesagt habt. Stream hängt manchmal. Ja. Ich glaube, das Ding ist rum. Ich merke auch gerade, meine OBS-Verbindung bricht immer wieder ab. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen, um den Stream zu beenden. Tut mir leid, irgendwie ist mein Internet gerade schlecht. Und ich würde sagen, bedanke mich, bevor jetzt hier zu oft der Stream hängt, bedanke ich mich bei euch. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Könnt zum Abschied nochmal einen Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns spätestens ab Samstag wieder im Livestream. Und anderthalb Stunden sind jetzt auch gut genug. Bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen guten Abend. Macht's gut. Ich glaube, Isco wäre ein Traumtransfer. Weiß nicht, ob der zu stemmen ist. Vom Gehalt her ohne Liga aus. Ich weiß nicht, ne? Das ist ja auch jetzt schon wieder ein Jahr raus, ne? Farke beißt in die Leitung, so ist es. Ja, jetzt wieder sehr gute Verbindung. Komisch manchmal. Komisch. Danke, Buschi. Viel Erfolg am Samstag für alle. Bin am Samstag auch im Livestream. Macht's gut. Gute Nacht. So.